Moinsen Leute, jetzt kannst du Let's Play Person 2 Everlasting Blood. Ich würde mal gucken, ob wir jetzt genug Penunzas haben für Dystox. Nein, da darf ich nicht. War da irgendwo... War das die Burg? Verhandeln? Achso, nee, das ist die von dieser... Beatrice. Dann hier unten wahrscheinlich war es die Burg. Ja, das sieht schon eher nach den Heilern aus. Dystox, mein Lieber. Ich glaube, wir haben die Kohle zusammen, oder? Seid ihr dem Wunsch des obersten Heilers nachgekommen und wollt... Kannst du ein bisschen noch langsamer sprechen? Fülnyria. Ja, lass mich zu ihm. Bemerkenswert. Ich werde ihn umgehen. Alter, ich sterbe hier gleich. Junge, mach mal schneller die Textbox. Raste aus. Alter. Er hat die kleine Rücklage besorgen können, wie ich vermute. Eris... Mein Name ist Lyria. Ist das klar? Gewöhnt ihn euch an. Wie auch immer, habt ihr das Geld? Ja. Alter, mein schönes Geld. Ja, ja. Ja. Ja, ach, Labkai. In Ordnung, ich nehme euer Wort für bare Münze, Dystox. Bis jemand kommt und euch noch mehr Geld bietet, dann ist das vorbei. Aber jetzt sind wir Verbündete. Ja, so früh, Nyria. Wir haben eine Übermacht gegen uns am Arsch. Darum kümmere ich mich. Ihr bleibt Schloss Ordos und gebt eurem Bestes, die Truppen, die wir euch schicken, auszubilden. Oh Gott, das kann ja was werden. Schlagen wir... Blablabla. Ja. Kann ich jetzt euch ausrauben? Weil jetzt habe ich eigentlich alle Verbündeten zusammen, ne? Was geht, Jinai? Ihr habt es also geschafft, dass sich Schloss Ardos mit diesem Narren uns anschließt. Geschickt, geschickt, Digga, das hat mich 50.000 Füller gekostet, ne? Wo ihr verschwenderisch. 5.000 hat uns diese Zusammenarbeit gekostet, ja. Ja, aber für all die verschonten Leben sowie einen weiteren Verbündeten... Naja, ehrlich gesagt, ich hätte vielleicht ihn doch einfach töten sollen. Ja, das denke ich auch. Ja, das denke ich nämlich nicht. Es ist fast nicht zu glauben, dass jemand oberster Heiler wird, der mit viel Haar zu bestechen ist. Ja, wie wäre es, wenn du so eine Gelddruckmaschine mal erfindest, Jenny? Das wäre richtig praktisch, ne? Aber das ist eben der Clan, ein Haufen inkompetenter Narren. Gut für uns. Sag mal, sind wir unbichtbar? Anwesende? Natürlich ausgeschlossen. Lel. Jedenfalls ist dieser Kerl leicht zu kontrollieren. Und das Schloss gehört uns. Ja, Ardos Heiler werden uns eine große Hilfe sein. Danke, dass ihr euch zu diesem Theater überwunden habt. Das werde ich nicht vergessen. Oh, ja, bitte. Bis du Alzheimer kriegst. Schon gut, das war es wert. Nein. Wir trösten uns mit dem Gedanken, dass wir Dystox vor unserer Rückkehr in unsere Welt noch die eine oder andere Überraschung bescheren werden. Das gefällt mir. Wahre Worte, Walner. Wahre Worte, Alter, ey. Dann lasse ich bluten, den Schweinehund. Sag mir Bescheid, damit ich mich beteiligen kann. Warum haben wir denn überhaupt das Geld zusammengeschart? Wenn die alle so drauf sind, hätte man von vornherein sagen können... Also, was Zero Fucks given. Wir töten den Spaß einfach. Falls ihr euch nochmal kurz unterbrechen dürftet, nein. Von jetzt an könnt ihr eure Soldaten nach Ardos schicken. Dystox wird sie dann einweisen. Ja, die klappt's immer. Sollte ich mit ihm kommunizieren müssen, tue ich das über Nyrias Männer. Nyrias Kriegsherr hat mir im Übrigen berichtet, dass wir einen widerspenstigen Clanheiler gefangen genommen haben. Er ist unten im Kerker. Alles klar, den nehme ich mir zur Brust, ne? Das war geschickt und gewinnbringend. Eingesetztes Geld. Gut gemacht. Ja, warum darf er sich jetzt wieder verduften und ich nicht? Dann holen wir uns mal das... Ja, warum bin ich überhaupt wieder zurück? Ihr durch die magische leeren Dystox und der Heiler von Ardos steigt die Stärke aller Vampirmagier und... Gut. Aber ich... Ja, danke. Dann Teller. Keller Nutella. So. Flup. Was ist denn hier eigentlich noch? Ach ja, diese komische Kette da, mit dem ich die Wölfe kontrollieren kann. Ich habe glaube ich auch gar keine mehr. Die sind leider alle abgeschlachtet. Den möchte ich gerne verhören. Guten Tag, guten Tag. Ja klar. Ja, wir brauchen Informationen. Verfügig machen, finde ich geil. Komm mal her zur Mutti an die Titte. Ja, yeah. Noch zappelst du da rum, mein Freund. Jetzt bist du gegrillt. Gegrillt, sag ich. Geil. Mehr. Da kommt der kleine Sadist mir hoch. Geil. Elektrotrick. Was habe ich hier nochmal? Ich kann mir das alles nicht merken. So viele schöne Schalter. Das war Gift. Gift ist nicht so. Nein, nein, nein. Ich will den zweiten. Nein, nein. Ja. So, mal gucken, was haben wir hier. Sieht nach Eismagie aus, wa?
Oh, 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 das ist schön, das brennt. Kleine, feine. Oh nein, ich wollte noch ein bisschen. Ah, verflucht. Was wollt ihr von mir? Lady Nyria, warum tut ihr das? Wir tun alle, was wir tun müssen. Und nun verrate uns etwas Verwendbares. Ich weiß nichts. Ja, wenn du schon so anfängst, das gelogen. Vor allem, ich verstehe nicht, warum... Das sind Vampire, die können locker den Kopf gucken. Die können dann einfach die ganzen Informationen da rausziehen. Warum muss ich so einen Scheiß hier machen? Wenn du nicht ewige Qualen leiden willst, bist du lieber etwas kooperativer. Bitte. Keine Folter mehr. Doch, ich habe noch so viele Schalter, Digga. Das sind 7 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Also, wir hören. Schlecht hören wir. Eine Formel, ich kann euch helfen, naja. Was für eine Formel? Formel 1. Sie erhöht eure Intelligenz. Funktioniert nur einmal. Okay, davon haben wir schon mal gehört. Tritt ein Krieger in den Clan ein, wenden die Heiler zuerst diese Formel auf ihn an. Ja, jetzt auch den dümmsten Kartoffelbauern und so was Bräuchlichen machen kannst, ne? Dann erklär sie uns mal. Ja. Ja, dann erklär mir die jetzt mal. Intelligenz der gesamten Gruppe um 10 gestiegen. Lel. Okay, kann man machen. Ja, gut dann. Ah, scheiß drauf, weg mit dem Kadaver. Ja, ja. Ich würde dich ja einfach mal irgendwann umbringen. Einfach nur so sicherheitshalber, ne? Vor allem so ein Spasti wie hier Raron. Fuck it. Jetzt darf ich da zurück wieder tingeln, ja? Um mir da irgendwelchen charmanten Shit anzutun. Ah, die Bruchstücke zu suchen. Geilomat, ne? Obwohl, jetzt habe ich ja unten noch eine Stadt doch eigentlich freigeschaltet, mehr oder weniger aber nicht. Ah. Schloss Arados. Ich müsste auch mal diese ganzen komischen Blutgeister da irgendwie mal holen und auf die Schlösser verteilen. Das kann ich ja mittlerweile. Müsste ich zumindest. Bis auf 2 Burgen müsste ich auch alles haben. Also immer das von Beatrice hier, ne? Reagenzgläser stehen da, geil. Und dann, dieses eine Kackschloss, wo ich andauernd in irgendwelche Fallen reinrenne. Ich will mal Burgonum dazu sagen, aber ich glaube, das ist gar nicht Ronum. Truhe, gib mir. Oh, wo haben die jetzt immer ihren... Oh, Dietrich, geil. Der Dietrich, der kann mir noch helfen. Wo ist denn dann Spalt für die Schlüssel? Hier geht's zu dem Typen. Ja. Ja. Ich hab das jetzt auch mal wirklich dieses Ding wertgeschätzt, indem es mir eine Abkürzung zwischen den Betten und dem fucking Magierzimmer geschaffen hat. Das ist bis jetzt die einzige sinnvolle Abkürzung für mich. Und bei all den Regenbogenfarben weiß ich nachher sowieso nicht mehr, was für was stand. Ich kenne mich doch, Kinders. Jo, Jungs und Mädels, war das hier irgendwo versteckt? Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch tofft aus. Oh, perfekt. Ja, perfecto mundo. Dann müssen wir jetzt hier wieder durchkommen. Und der Weg ist frei. Geil, Bruchstück. Oh, Falle entschärft. Gott sei Dank. Oh, shit. Nee, warte mal, ich muss hier andersrum. Warte, warum? Chimera, kannst du mich mal? Shit. Ja, ihr seid hässlich. Mal weg da, obwohl die können ja nichts, ne? Obwohl Nyria kannst du so wegklatschen. Oh, war nicht schlecht, ja, ich muss schon sagen. Ich bin angenehm überrascht. Nice. Geil. Nein, nein. Oh. Überall diese Gegenstände, ne? Das nervt. Und überall diese Viecher, ja, geil. Gut, das war jetzt super. Weg damit. Nice, Seele erhalten. Seelen sind gut. Ich glaube, ich weiß gar nicht, habe ich noch eine Stufe von Fallen und Schärfen, die ich machen muss? Oder habe ich schon Stufe 3? Ich bleib gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich bei Zeit nochmal nachschauen. Ah ja, komm hier, Schildkröte, verpiss dich doch einfach. Ach, über die Knochen kann ich latschen. Ja, aber alles andere nicht, ne? Oh, geil. Let me guess. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier unten ist jetzt nicht der richtige Weg. Boah, geil. Dietrich? Nee, kein Dietrich. Blutrune. Blauer Stein. Was sag ich nicht? Nein. Da wird keiner Imp hier. Der Knödelficker. Haben die Blut in den Adern? Kann ich ein bisschen dran nippeln. Nückeln. Hier.
Wäsch mit der Schlange. Sehr schön. Weg damit. Da geht's wieder hoch. Oh nö, ich finde das doof, wenn so ein Dungeon hoch und runter geht, ne? Oh nee, so viele Wege. Ah, dabei ist doch runter immer richtig, oder nicht? Gib mir doch einfach ein Bruchstück. Oh, das sieht episch aus. Epische Gänge sind immer gut. Oder nicht? Geil. Weg damit. Sehr schön. Feier ich. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, ne? Achso, der chillt ja gerade an der Tafelrunde. Geh mal weg, Junge. Mir lernst du noch was. Kostbares Fell. Schön. Schwarzmarkt ruft. Oh, geil, Knutschi. Ah, der kann ja nix. Das ist echt für mich positiv, dass ich jetzt einfach überlevelt bin, dass ich einfach so ein bisschen durchrushen kann. Und da habe ich einfach Glück gehabt, weil ich bin ja so ein Kind von Ungeduld, ne? Ach, scheiße, das hier ist nicht der richtige Weg. Eisrune. Oh, nee, Alter. Deswegen wird es für mich wahrscheinlich sehr, sehr einfach sein, hier durchzukommen. Das war bestimmt nicht im Sinne des Entwicklers. Ich meine, ich stelle mich ja sowieso immer noch hier und da ein bisschen dämlich an. Also, oh, scheiße, Steine. Von daher... gelitten. Was wäre jetzt mal echt wieder übelst richtig geil, wenn ich hier eine Möglichkeit mal eben hätte, durchzukommen. Mir die Steinplatte zu schnappen. Und dann Guti. Ich überlege gerade, ob ich wieder einen Cut mache, weil das wird jetzt hier wieder... die endlose Labyrinthsuche. Oh, warum? Ich weiche doch noch aus. Weil da wieder im Rumspasten, also scheine ich auf dem richtigen Weg zu sein. Na, was haben wir denn hier? Ein kleiner Vampir, dem das Blut rausgegangen ist. Ja, Abraxas. Da fahren wir, wie Abraxas zu Vincent kam. Lol, dass er das wie so, weißt du, so einen diabolischen Vortrag hält und seinen ganzen Plan offenbart und alles. So ahnungslos und nun bin ich bereit, die Ernte einzuholen und du bist der Nächste. Der Nächste wird doch groß geschrieben, oder nicht? Süß. Er ruft noch Hilfe. Eigentlich mochte ich Abraxas, auch wenn er ein richtiger Bastard und Hohensohn ist. Ist auf den falschen Weg gekommen. Ich meine, man sieht ja, wie erbärmlich der eigentlich ist. Okay, jetzt wird's gruselig. Warum hat Wellner Gedanken von Vincent Vaynert? Ja, warum wohl? Weil ihm im Kopf rumspuckt. Oder spuckt wohl, ja. Ja. Echt mal, hol mir das scheiß Bruchstück. Bursche. Das ist so das Pendant wahrscheinlich zum westfälischen Gern oder Gerle. Ja? Bursche und Burschi. Obwohl, Bursche sagen wir auch. Bursche sag ich erst Kerl. Kerlchen. Ah, geil. Da kann ich speichern, also wir sind richtig. Da steht wahrscheinlich geradeaus da irgendwo der Tipp sein und ich verwette meinen Zuckerpopo, dass ich gleich hier wieder nicht raus kann, ne? Das ist echt so ein Ding. Das finde ich mordsbehindert. Das nervt und pisst mich einfach an. Wenn ich den Spacko jetzt besiegt habe, dann möchte ich aber auch ad hoc hier raus. Weil gerade bei solchen Labyrinthen, ey, ich komme nicht klar. Es pisst mich einfach an, dass ich hier keinen Zufluchtsshit machen kann. Vom Jinnai kommt und packt sich die Kacke, dann könnte er mich mitnehmen. Ja, aber bei allen anderen Sequenzen so, oh ja, ich teleportiere euch mal weg aus dem Ding und nehme euch mit. So richtig unnütz. Ah, jo, wo wir schon von unnütz sprechen, was hat er wieder für eine Scheiße für uns? Wahrscheinlich Müll, ne? Ja, falls... Ja, nehme mich doch einfach direkt mit. Man kann ja diese Option haben. Wollt ihr laufen oder wollt ihr mitkommen? Mitkommen. Bitte, lieber Wallner, bitte. Oh nein. Boah, das ist doch... Hört ihr mein Flehen? Mein Gezicke? Oh. Ja, dann würde ich einfach sagen, mit nicht dem Part an dieser Stelle. Dann uns beim nächsten Mal wieder schauen, was Jinnai wieder für einen nutzlosen Plunder für uns bereithält. Ich wünsche euch viel Spaß, Noel.